Die waren die Hormone meiner Jugend, die hatten sich erweckt. Aber woher kriegen die Hormone ihre Kraft? Aus den Elementen, aus denen sie zusammengesetzt sind. Die sind die gleichen Elemente des Universums. Die gleichen Atomen der Sterne. Wir sind aus den gleichen Atomen der Sterne gemacht. Und an jenem Abend, ich spürte, dass ich wollte eins mit dem ganzen Universum sein und in Spezielle eins mit Belgina und Maria. Und guckt hier, wie in diesem Kosmos alles ist in einer geheimnisvollen Weise verbunden. 6 Jahre später, ich war 18 Jahre alt. Und zusammen mit meinem Freund Giovanni donnerten wir durch die Dunkelheit auf unserem Raumschiff BMW 750. Und wie gewöhnlich landeten wir auf der Insel Grado. Und um genau zu sein, auf dem kleinen Platz vor dem Hafen. Dann, wir sind vom Motorrad runtergestiegen. Wir haben 20 Schritte gemacht und plötzlich merkten wir, dass alle die Leute, die auf dem Platz waren, sie waren bewegungslos. Und alle schauten nach oben, so. Was machen sie? Was schauen sie? Haben wir gedacht. Ein Raumschiff, ein Stern, eine Galaxie, ein UFO, ein Ra, ein Außerirdischen. Was ist das? Alle schauten ein Fenster. Durch das Fenster man konnte zwei schöne, junge, blonde Frauen sehen aus Österreich wahrscheinlich oder Deutschland. Sie standen auf dem Bett und sie hüpften und lachten. Hüpften und lachten, hüpften und lachten. Und sie waren ohne BH. Ohne BH. Und ich sage euch, aus diesem Fenster kam eine Anziehungskraft, aber eine Anziehungskraft, dass ein Wunder ist, dass die ganze Insel Grado nicht aufgesaugt gewesen war. Ein Wunder ist, dass ganze Friaul nicht aufgesaugt gewesen war. Die ganze Italien, die ganze Erde. Eine komische Katastrophe haben wir riskiert an jenem Abend. Ein schwarzes Loch konnte da geboren werden. La legge della gravitazione universale di Galileo Galilei. No, scusate, di Isaac Newton. Das Gesetz der universellen Gravitation von Isaac Newton sagt, dass ein kleiner Körper und ein großer Körper gleich schnell fallen. Wir alle kennen diese Gesetze, weil wir haben das in der Schule studiert. Aber an jenem Abend, Giovanni, ich und alle die Leute, die auf dem Platz waren, wir haben ein besonderes Phänomen beobachtet. Ein unberuhigenderes Phänomen beobachtet, ein erregenderes Phänomen beobachtet. Und mit Zeit und Ruhe, Giovanni, ich, wir haben das Phänomen als Gesetz der Busengravitation genannt. Und das Gesetz sagt, dass wenn ein junger, schöner, weiblicher Planet fällt und zurückprallt, die Zurückprallung seiner zwei Satelliten ist in der Zeitachse leicht verzögert. Und die Länge der Verzögerung ist proportional zur Größe und zum Volumen eben den Satelliten selber. Veramente meraviglioso. Wisst ihr, als Giovanni und ich, wir haben gedacht, wir waren wie kann ich sagen, wir waren wie hypnotisiert, wir haben gedacht, ecco, eine alte Sage, eine uralte Sage, sagt, dass zwischen unserer Welt und der Welt der Götter, der Welt der Wahrheit, es gibt ein riesiger Vorhang. Der Vorhang aber hat unzählige Löcher. Und durch diese Löcher strahlt das Licht der Wahrheit. Diese Strahlungen sind die Sterne am Himmel. An jenem Abend, ich und Giovanni
Wir haben verstanden, wir haben begriffen, was Kepler, Galileo Galilei und alle die Generationen von Astronomen dazu getrieben hat, sich die Augen am Ferrohr zu verderben und unermüdlich die Bewegungen der Himmelskörper zu studieren. Wie gern hätten wir auch ein Ferrohr gehabt an jenen Abend. An jenen Abend, der Vorhang zerriss vor unseren Augen. Und Giovanni und ich, wir haben gesagt, jetzt ist alles klar. Wir haben die nackte Wahrheit tanzen gesehen zwischen den Sternen. Und wir haben gesagt, es ist alles klar. Wir waren wie zwei frisch gebackene Newtons. Das ganze Universum ist ein ewiger Tanz der Schönheit. Abbiamo capito tutto. Ecco, wir waren jung. Wir waren naiv. Wir wussten nicht, dass mit der Zeit hätten wir das zweite Gesetz der Bösengravitation entdeckt. Das Gesetz sagt, dass mit den Jahren der Untergang der Bösen wird irreversibel. Der Pfeil der Zeit zeigt Richtung Auflösung.